guten Tag, Frau Erna. Guten Tag, Herr Doktor. Die Hunde sind hoffentlich eingesperrt. Ja, ich habe sie eingesperrt. Obwohl ich nicht verstehen kann, warum sie Angst vor Hunden haben. Die tun doch niemandem was. Na, ich weiß nicht. Herr Dr. Bruchsal, Frau Brandes. Guten Tag, gnädige Frau. Komme ich zu früh? Nein, nein, nein. Guten Tag, Doktor. Entschuldigen Sie, ich kann Ihnen noch nicht die Hand geben. Nehmen Sie doch Platz, der Tee ist schon fertig. Wenn Sie erlauben, sehe ich mich erst einmal um. Ich bin neugierig, was Sie inzwischen gemacht haben. Ach, wenig, wenig. Und das Wenige gefällt mir nicht. So. Guten Tag. Freue mich, hier zu sein. Ach, die Bilder, die ich im Kopf habe und die, die ich mache, die haben nichts miteinander zu tun. Ich weiß natürlich nicht, was für Bilder Sie im Kopf haben. Ich muss mich an die halten, die ich sehe. Und die gefallen mir. Neue Themen, andere Farben, alles ist kräftiger. Vielleicht etwas unruhig, kann man das sagen? Ach, schauen Sie nicht so genau hin. Es ist diesmal wirklich nichts für Sie dabei. Und ich wollte Ihnen auch schon abtelefonieren. Ich kenne die Ausreden der Maler, die ihre Bilder behalten möchten. Auch Sie haben die Ihrigen immer nur sehr ungern weggegeben. Glauben Sie? Ja, das glaube ich. Trotzdem werde ich einiges mitnehmen. Wird hier gejagt? Ja, da direkt, da ist eine Jagd. Aber eigentlich, wie spät ist denn? Es ist drei. Komische Zeit zum Jagen. Kommen Sie, nehmen Sie Platz, trinken wir Tee. Eigentlich wollte ich Ihnen diesmal wirklich nichts mitgeben. Ich glaube nämlich, dass ich meinen Stil verloren habe. Stil, mein Thema, ein Grundthema. Weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich finde mich nicht mehr in meinen Bildern. Ich meine, so wie ich bin. Warum hören denn die Hunde nicht auf? Erna! Erna, warum machen denn die Hunde so einen Lärm? Ich weiß auch nicht, was sie haben. Na, lass sie raus. Was ist denn ein Grundthema? Wer will das wissen? Lassen Sie doch andere Ihr persönliches Thema herausfinden. Und Sie werden feststellen, auch diese Leute irren sich. Frau Brandes, da ist etwas passiert. Der Schulz, der Holzarbeiter, kommt gerade angelaufen. Er sagt, da liegt ein Toter im Wald. Ein Toter? Er sagt, es sei da jemand erschossen worden. Erschossen? Herr Schulz, wo ist der? Ist der draußen? Ja, er ist noch draußen. Er sagt, wir sollen die Polizei anrufen. Ja, natürlich, ruf an, ruf sofort an. Ja, ja. Aber wir haben doch eben einen Schuss gehört. Bitte? Ja, ja, natürlich, der ist da geschossen worden. Wie lange ist denn das her? Keine 10 Minuten. Hallo, Polizei? Ja, hier bei Dr. Brandes. Ja, es ist etwas passiert. Ja, na, ist denn mein Mann nicht im Haus? Ich habe ihn nicht zurückkommen sehen. Es ist was passiert. Und der Junghund, Fräulein Becker? Ja, der Herr Erna. Schulz. Moment, die sind doch schon seit heute Morgen weg. Der Herr Schulz, der Forstarbeiter, kommt gerade und sagt, er hätte einen Toten im Wald gefunden. Kann ich Ihnen behilflich sein? Bitte? Ja. Nein, wieso? Was könnten Sie machen? Aufgang. Ist nicht da, was? Ja. Was kann das sein, ein Unglücksfall? Mann, ich kenne doch den Jagdpächter, der schießt doch nicht wild in die Gegend. Ja, 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 ist gut. Na, was haben Sie gesagt? Sie kommen sofort her. Und wir sollen aufpassen, dass nichts verändert wird. Wegen der Spuren. Ja, klar. Und die Hunde? Wo sind die Hunde? Ja, der Schulz sagt, er ist durch die Hunde erst aufmerksam geworden. Die muss man sofort wegholen. Ja. Kennen Sie den Wagen? Ja, den kenne ich. Da liegt der Mann. Komm, Erna, nimm die Hunde. Ja, bring die Hunde. Komm, 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 komm. Ich glaube, wir sollten da besser nicht hingehen, Frau Brandes, dass wir die Spuren nicht verwischen.
Wer ist denn der Mann? Kenne ich sein Gesicht nicht von Ihren Bildern? Doch. Das ist Andreas Haupt. Was ist bei uns? Wer ist erschossen worden? Der Herr Haupt. Haupt? Der Andreas Haupt? Den kennen Sie doch. Der ist erschossen worden? Wieso? Von wem? Vorläufig haben wir dann noch keine Anhaltspunkte. Ist meine Frau oben? Nein, die ist im Haus drüben. Muss noch mit der Kriminalpolizei. Der Herr Doktor kommt gerade. Bitte bedienen Sie sich. Ja, danke, ich nehme mir schon. Es tut mir leid. Sie haben schon gehört? Ja. Dr. Bruchsal war gerade gekommen, als der Schuss fiel. Ja. Guten Tag, Guten Tag. Ihr seid drin? Wohnzimmer. Guten Tag, lieber Doktor. Guten Tag, lieber Brandes. Schreckliche Geschichte, was? Was trinkt ihr? Gibst du mir auch einen? Wald erschossen wie ein Stück Wild. Sie wissen, dass wir diesen Toten kannten, aber oft hier. Meine Frau hat ihn gemalt. Seine Proportionen waren in Ordnung. Vielleicht war es ein Unglücksfall. Glaubst du das auch, Gerda? Nein. Er lag auf der Erde keine 20 Meter von seinem Auto entfernt. Er muss gerade ausgestiegen gewesen sein. Tja, anscheinend. Er ist wohl nicht in seinem Auto erschossen worden. Er war auf dem Weg zu uns. Du hast ihn erwartet? Nein, ich habe ihn nicht erwartet. Ich habe Dr. Bruchsal erwartet. Wir sahen gerade die neuen Bilder Ihrer Frau durch und da hörten wir plötzlich den Schuss. Ich habe gleich Erna gerufen. Was sollte sie? Wegen der Hunde. Die Hunde haben sofort angeschlagen. Tja, jetzt liegt der arme Kerl tot auf dem Waldboden. Du hast ihn gesehen? Ich habe Meier unterwegs getroffen, er hat mich angehalten. Und da bist du hingefahren? Natürlich bin ich hingefahren. Du wolltest ihn liegen sehen, auf dem Waldboden. Was der Meier mir sagte, fand ich geradezu unglaubhaft. Ich wollte selber sehen, was geschehen ist. Ja, die Polizei wird das sicher klären, es muss ja Spuren geben. Ist der Junge schon da? Nein, er soll nicht zurück. Fräulein Becker wollte mit ihm wagen. Ich fahre den Wagen in die Garage. Bitte, einen Moment. Na, mehr hast du nicht dazu zu sagen. Nein. Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass ich den Tod dieses Mannes nicht bedauere. Das ist schon besser. Hilft es dir, wenn ich das sage? Es ist ehrlicher. Ich sah ihn auf dem Waldboden liegen und ich stellte fest, dass er mir nicht leid tat. Ulrich, Liebling, kommst du vom Baden? War's schön? Ja, ich hab geschwommen. Boot gefahren. Gerudert. Ja. Gerudert. Es hat ihm großen Spaß gemacht. Er soll sich doch nicht anstrengen. Er ist ja schweißnass. Man kann doch nicht sagen schweißnass. Ich sag schweißnass. Weil es heute warm ist und ich habe die Fenster im Wagen nicht aufgemacht. Warum? Soll er ersticken? Nein, dass er keinen Zug bekommt. Aber dem Jungen fehlt doch nichts. Er hat nasse Hände und eine nasse Stirn. Ja, die habe ich doch auch. Komm mit mir. Komm mit mir. Komm. Im Dorf bin ich angehalten worden. Ist es wirklich wahr mit Andreas Haupt? Ja, dort auf dem Forstweg. Ja, ich habe die Leute stehen sehen, die Autos. Ich wollte natürlich nicht halten, weil der Junge im Wagen war. Nein, das war richtig so. Es war absolut richtig.
Ja, und sonst ist Ihnen nichts mehr drauf gefallen? Nein, sonst nichts, Herr Kommissar. 160. Ja. Ach, Robert. Ja. Harry. Seid ihr fertig? Vielleicht erfahrt ihr im Dorf noch ein bisschen. Ja, Chef, ich glaube, mehr können wir im Moment hier nicht tun. Fahren wir doch am besten mal zu den Leuten darüber. Ja. Das heißt, na, lass uns lieber gehen, das Wetter ist so schön. Guten Tag, Kriminalpolizei. Können Sie mal reinkommen? Ja, bitte sehr. Sie sind, Duskus heiße ich. Erna Duskus. Sind Sie die Haushälterin? Ja, und Köchin. Und ich weiß nicht, was noch alles. Ich lerne hier nur Kühe melken. Da sind Sie endlich. Guten Tag, Kommissar Keller, mein Mitarbeiter, Herr Barbert. Tag. Guten Tag. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Danke. Ein Tee, mein Herr Erna könnte einen Tee machen. Ja, du, Walter? Nein, vielen Dank. Ja, Herr Dr. Bruchsal, Kunsthändler aus Guten München. Tag. Mein Mann. Guten Tag, Herr Kommissar. Kann ich da mal hinausschauen? Bitte? Danke. Wie weit ist das von hier bis zur Mordstelle? 200-300 Meter. Verzeihung, Herr Kommissar, Sie sprechen von Mordstelle? Sie schließen Unfall aus? Nahezu. Solange Sie nahezu sagen müssen, sind Sie eigentlich nicht berechtigt, von Mord zu sprechen. Genauigkeit halber, entschuldigen Sie. Wir untersuchen selbstverständlich beide Möglichkeiten. Mord wäre uns nicht angenehm. Herr Haupt war ein guter Bekannter, war öfters Gast in diesem Haus. Man kennt seinen Wagen. Man hat ihn selber hier gesehen, auf den Wiesen, auf den Waldwegen. Meistens in Begleitung meiner Frau. Ja, wie auch immer. Mord ist ein Wort, das Fantasien freisetzt, besonders hier auf dem Land. Und ich glaube, man sollte nicht von Mord sprechen, solange Mord nicht bewiesen ist. Findest du nicht auch? Diese feinen Unterscheidungen mache ich nicht. Nein. Wer war dieser Herr Haupt? Sie haben es doch gehört, ein guter Bekannter. Ich war mit ihm befreundet. Was war denn von Beruf? Beruf? Bankbeamter. Ist das nicht richtig? Also gut, ich. Vielleicht sollte ich es präzisieren. Er arbeitete in der Bank seines Vaters. Was gewisse Vorteile gehabt haben muss. Er hatte viel Zeit. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Na, irgendwie, irgendwann. Ich sehe nicht ein, was das für eine Rolle spielt, wo und wie ich ihn kennengelernt habe. Du hast ihn angesprochen, sagtest du mir damals. Aber möglicherweise hat das meine Frau vergessen. Sie hat diesen Mann auf der Bank kennengelernt, hinterm Schalter, als sie Geld abholen wollte. Sie kam nach Hause und sagte zu mir, stell dir vor, ich habe einen Mann angesprochen. Mich interessierte das Gesicht. So ein Gesicht brauche ich für mein Bild. Erinnerst du dich nicht mehr? Du sagtest zu ihm, kommen Sie mal hinter dem Schalter hervor. Und er sagte, wie bitte? Ja, ich möchte Sie gerne ganz sehen, von oben bis unten. Erinnerst du dich nicht mehr? Natürlich erinnere ich mich. Ich habe gesagt, ich male Bilder. Wenn Sie Lust haben, besuchen Sie mich mal. Am nächsten Tag war er da. Wie lange ist das her? 2 Jahre. Das sind doch 2 Jahre, nicht? Ja, ungefähr 2 Jahre. Wie oft war er hier zu Gast? Wie oft? Ist das so wichtig? Ich weiß nicht, wie oft er in den 2 Jahren da war. 2 oder 3 Mal in der Woche. Manchmal kam er jeden Tag, wenn ich ihn brauchte. War Modell für meine Bilder. Einige habe ich in meine Galerie genommen und verkauft. Haben Sie Bilder, Zeichnungen von ihm da? Wo arbeiten Sie? Wollen Sie mein Studio sehen? Sehr gern, wenn Sie Bitte. Erlauben. Walter, schau dich noch ein bisschen draußen um, ja? Ja. Einen Moment bitte. Geh in dein Zimmer. Fräulein Becker, der Junge soll in seinem Zimmer bleiben. Hätte ich ihn anschließen sollen? Natürlich nicht. Beschäftigen Sie ihn. Bitte, bitte Sie. Das ist mein Sohn. Bitte. Darf ich auch hereinkommen, wenn du es erlaubst? Sie werden es nicht glauben, Herr Kommissar, aber ich bin fast nie in diesem Studio. Eine Abmachung mit meiner Frau. Ich lasse ihre Ruhe an ihrem Arbeitsplatz, sie lässt mir die meine an meinem.
Verstehen Sie was von Bildern? Nicht viel. Sie gefallen mir oder sie gefallen mir nicht. Ihren Wert kann ich nicht beurteilen. Na, da geht's Ihnen ähnlich wie mir. Eine Art Unbehagen vor dieser Welt von Gefühlen. Da ist er übrigens. Sehr gut aussehender Mann. Interessanter Kopf. Sportlich. Aber im Grunde, er war leicht zu faszinieren. Das war doch dein Eindruck. Ja, das war mein Eindruck. Was hat ihn denn so fasziniert? Ungewöhnliche Themen, ungewöhnliche Menschen. Meine Frau hat ihn fasziniert. Ihre Art. Ihr unmöglicher, verrückter Kampf mit allen Themen dieser Welt. Schauen Sie sich doch bitte mal diese Skizzen an. Zeig ihm doch bitte dein Selbstporträt. Ich weiß nicht, sie versteckt es. Mir gefällt es, aber sie versteckt es. Ich würde es aufhängen, so gut gefällt es mir, aber sie versteckt es. Wo hast du es denn? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich es noch hier habe. Ich habe doch immer hier. Du erlaubst doch, dass ich es zeige. Warum soll das Bild wichtig sein? Es erklärt die Faszination, die dieser Mann empfunden haben muss, dass er so oft hierher kam. Bis er mir schließlich einmal erklärte, ein Tag, an dem ich nicht hier gewesen bin, ist ein verlorener Tag. Herr Haupt hat sich in Ihre Frau verliebt. Ja, natürlich hat er das. Ich meine, darauf wolltest du doch hinaus, nicht? Du wolltest, dass es zur Sprache gebracht wird, jetzt, zu diesem Zeitpunkt. Das lässt sich doch nicht verheimlichen. Der Herr Kommissar wird Untersuchungen anstellen. Man wird sich umhören, zum Beispiel hier im Dorf. Was man weiß, was man gehört, was man gesehen hat. Soll doch nicht der Eindruck entstehen, als ob hier etwas verschwiegen würde. Wie war denn Ihre Beziehung zu Herrn Haupt? Na, ich habe ihn nicht fasziniert. Unsere Beziehung war ganz neutral. Wir hatten keine gemeinsamen Themen. Und froh, wenn wir uns nicht über den Weg liefen. Und das macht mir nicht ganz leicht war. Das Bild gefällt mir wirklich. Heute ganz besonders. Haben Sie Herrn Haupt heute erwartet? Nein, ich habe meiner Haushälterin gesagt, wenn er anruft, sage ihm ab, er soll nicht kommen, heute nicht, weil ich meinen Kunsthändler erwarte. Wo waren Sie, als der Schuss fiel? Dr. Bruchsal stand da, wo Sie jetzt stehen, und ich glaube, ich stand da. Können wir hinausgehen? Ja, bitte. Bitte einen Moment, Herr Kommissar. Liebling, wo ist denn Fräulein Becker? Ist sie hinuntergegangen? Ja. Soll dich doch nicht allein lassen. Du malst. Was malst du denn? Ist das ein Boot? Ja, das ist ein Boot. Liebling, die Leute gehen gleich wieder. Mal weiter. Ein sehr schönes Boot. Ihren Fragen zuvorzukommen, Herr Kommissar. Mein Junge hatte mit 4 Jahren eine Gehirnhautentzündung. Warum lassen Sie ihn allein, Fräulein Becker? Ich will nicht, dass Sie ihn allein lassen. Vor allem heute nicht. Ich bitte Sie darum. Ich war nur kurz unten. Ich bleib jetzt bei Ihnen. Hat er etwas gemerkt? Nein, ich glaube nicht. Halten Sie alles fern von ihm, bitte. Selbstverständlich. Ach, entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Glauben Sie, dass ich hier noch benötigt werde? Ich sollte eigentlich schon wieder in meinem Büro sein. Aber natürlich, wenn Sie... Nein, Sie können selbstverständlich nach München zurückfahren. Nur die Haushälterin hätte ich gern noch gesprochen. Sie sind ja für uns immer erreichbar. Moment. Frau Duskus. Ja. Bitte, der Kommissar. Ja, Frau Duskus. Hat Herr Haupt heute angerufen? Ja, und ich habe ihm gesagt, dass es Frau Brandes heute nicht passt, weil doch der Herr aus München heute herauskommt. Wann hat Herr Haupt angerufen? Um 11. Aber er hat nochmal angerufen. Er hat 2-mal angerufen? Ja, eine Stunde später. Ihr Mann kam raus und sagte, der Haupt will heute rauskommen. Da habe ich zum Herrn Doktor gesagt, aber wieso denn? Ich habe doch schon abgesagt, das geht doch heute nicht.
Wie viele Telefone gibt es im Haus? Zwei, eins im Wohnzimmer, eins im Arbeitszimmer von Herrn Brandes. Ah, danke. Würdest du Herrn Brandes bitten, hereinzukommen? Ja. Und Herr Brandes ist dann wieder zurückgegangen in sein Zimmer, ja? Ja. Haben Sie gehört, was er am Telefon gesagt hat? Ja, wieso? Er hat die Tür wieder zugemacht. Er war doch bei seiner Arbeit. Ich wusste gar nicht, dass er zweimal angerufen hat. Danke, Frau Duskus. Ja. Ach, Dr. Brandes, ich habe gerade gehört, Sie haben mit Herrn Haupt heute telefoniert. Ja, ungefähr um 12. Er hat angerufen und hat gesagt, dass er unbedingt heute noch herauskommen wolle. Ich habe gesagt, dafür brauchen Sie doch nicht anzurufen, das tun Sie doch sonst auch nie. Ja, aber er war etwas aufgeregt und sagte, dass er schon um 11 Uhr angerufen habe und ob er jetzt mit meiner Frau selbst sprechen könne. Ich habe Erna gerufen und sie sagte, er solle nicht kommen. Meine Frau erwarte Besuch heute Nachmittag aus München. Und das haben Sie Herrn Haupt dann gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Ja. Und was hat er erwidert? Kann ich mich eigentlich nicht mehr erinnern. Offen gestanden, das hat mich auch nicht brennend interessiert. Ich war gerade in einer wichtigen Arbeit. Ich habe gesagt, lieber Freund, meine Frau läuft Ihnen nicht davon. Na, dann habe ich aufgelegt. Wo waren Sie um 3, Dr. Brandes? Um 3? Ich bin nach dem Mittagessen nach München gefahren, nach Giesing. Ich arbeite dort mit einer Druckerei. Ich wollte mir die Klischees für mein neues Buch ansehen. Eine etwas erstaunliche Frage, Herr Kommissar. Findest du? Ja, das finde ich. Vielleicht hat er dir am Telefon gesagt, dass er auf jeden Fall kommt. Dass er um 3 Uhr kommt. Ich habe dir doch schon gesagt, dass es mich überhaupt nicht interessiert, ob dieser Mann kommt und wann er kommt. Du wärst der Einzige, der es gewusst haben könnte. Ja, das ist nicht auszuschließen. Aber du warst ja in deiner Druckerei in Giesing. Ja, da war ich. Entschuldigen Sie mich bitte, Herr Kommissar. Gibt es eigentlich Gewehre hier im Haus? Gewehre? Ja, es gibt Gewehre in diesem Haus. Jagdgewehre. Ich habe bis vor ein paar Jahren gejagt, bis ich meine Einstellung zur Jagd grundsätzlich geändert habe. Grundsätzlich geändert? Ich mag nicht mehr töten. Wie viele Gewehre haben Sie? 3 in meinem Schrank. Wo ist der Schrank? In meinem Arbeitszimmer. Kann ich ihn sehen? Warum wollen Sie meine Gewehre sehen? Bitte. Aha. Sagten Sie nicht 3 Gewehre? Ja, ich sehe es auch gerade. Meine Pirschbüchse fehlt. Was denn, ein Gewehr fehlt? Seit wann fehlt es denn? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann ich diesen Schrank zum letzten Mal aufgemacht habe. Warum sollte ich denn auch? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich... Ja, dass sich Ihre grundsätzliche Einstellung geändert hat. Dass ich nicht mehr töte, dass ich nicht mehr jage. Das ist sowieso eine Schrotflinte. Ja, eben. Haben Sie Munition für die Pirschbüchse? Ja, hier. Durch den Schlüssel ab. Bitte. Die grüne Schachtel, Kaliber 7,64. Ja, nimm's mit, Walter. Es fehlte immer noch Ihre Büchse. Wo könnte die sein? Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Sie sehen doch, dass ich völlig überrascht bin. Bitte entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Erna! Erna! Ja, was ist denn? Es fehlt ein Gewehr. Wissen Sie, wo es sein kann? Es fehlt ein Gewehr? Ja. Ich weiß nicht. Sie haben doch selbst gesagt, kümmern Sie sich nicht um die Gewehre. Was ist denn los, Erna? Wir haben gerade festgestellt, dass ein Gewehr fehlt. Die Pirschbüchse ist nicht da. Haben Sie eine Ahnung, wo das Gewehr sein könnte? Es fehlt ein Gewehr? Du hast doch gehört, dass ein Gewehr fehlt. Wo kann es sein? Wie soll denn ich das wissen? Das ist doch deine Sache. Herr Brandes, wo steht Ihr Wagen? In der Garage. Warum? Kann ich die Garage mal sehen? Ja, bitte. Warte. Danke.
wir in meinem Kofferraum gesucht. Wollen Sie hier bitte vielleicht auch noch nachsehen? Sie haben drei Gewehre gehabt. Eines fehlt. Wir müssen es also suchen an jedem Ort, der überhaupt nur denkbar ist. Soll ich vielleicht Ihren Kofferraum davon ausnehmen? Ist das Ihr Gewehr, Doktor? Bitte fassen Sie es nicht an. Darf ich mal das Monogramm sehen? Das ist mein Gewehr. Ohne jeden Zweifel. Sie wissen nicht, wie es hierher kommt? Nein, das weiß ich nicht. Ja, aber stell dir vor, man findet die Pirschbüchse hier in der Garage. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie die hierher kommt. Ja, wer sollte es sonst wissen? Vielleicht liegt sie schon lange hier. Nein, dann müsste sie ja staubig sein. Aber sie ist absolut sauber. Bitte überzeugen Sie sich. Tatsächlich. Ist absolut sauber. Ich werde doch die Waffe untersuchen. Ja, selbstverständlich. Wir werden feststellen, ob es die Tatwaffe ist. Die Tatwaffe? So, ich verstehe. Wenn ich den Wagen hier hereingefahren habe, da hätte ich auch das Gewehr gleich im Kofferraum haben können. Du hast doch gesehen, wie ich angekommen bin. Ja, bitte fragen Sie doch meine Frau. Ich bin ausgestiegen, bin mit ihr sofort ins Haus gegangen. Ja, sag doch was, Gerda. Ja, das stimmt. Das war um wie viel Uhr? 4. Und jetzt haben wir 7. Ach so, Sie meinen, ich hätte in der Zwischenzeit die Möglichkeit gehabt, das Gewehr hier aus dem Kofferraum herauszunehmen, wenn es überhaupt hier drin gewesen wäre, und es ausgerechnet hier in der Garage zu verstecken. Das wäre ja immerhin möglich. Gerda. Ich habe den Mann nicht gemocht, ich mache keinen Hehl daraus. Aber obwohl er der Liebhaber meiner Frau war, ich habe ihn nicht erschossen. Ihr Gespräch ist da. Danke. Wir haben uns wirklich so vorsichtig wie möglich erkundigt. Aber hier im Dorf weiß es jeder. Und jeder spricht darüber, dass die beiden ein Verhältnis hatten. Man sah sie ja immer zusammen. Und ich schien sie überhaupt nicht zu kümmern, was die Leute dachten oder was darüber geredet wurde. Eine ungewöhnliche Frau, Chef. Ungewöhnliche Umstände sind bei ungewöhnlichen Menschen nichts Besonderes. Ich habe noch jemanden in der Druckerei erwischt. Ja? Dr. Brandes war nur eine Stunde in der Druckerei. Kurz nach 2 ist er wieder abgefahren. Ist der Mann ganz sicher? Er sagt, er hat ihn abfahren sehen. Schön. Zahlen. So, stimmt. Danke. Ja, wir werden denen noch mal einen kleinen Besuch abstatten. Ne? Ja. Du arbeitest nicht mehr? Nein. Dein Kaffee steht drüben. Es mag sich vielleicht etwas sonderbar anhören, aber es tut mir leid, was da passiert ist. Du tust mir leid. Ich möchte dir deswegen nicht kondolieren, aber... Verzeih, ich wollte dich nicht verletzen. Aber ich möchte dir etwas sagen und ich möchte es dir jetzt sagen. Ich kann seinen Tod nicht bedauern, aus einem einzigen Grund. Ich habe ihn zu lang beneidet. Willst du sagen, dass du eifersüchtig warst? Eifersüchtig. Das trifft die Sache nicht. Neid ist richtig. Ich habe ihn beneidet. Warum hast du ihn beneidet? Um die große Faszination, um die Gefühle, die dieser Mann empfunden haben muss. Eine Sache, die mir fremd ist. Aber auch du. Meine Liebe, bist immer empfänglich gewesen für große Gefühle, solange du sie nur für groß halten konntest. Das hat deinen Neid erweckt? Es muss ein großes Erlebnis sein, sich seinen Gefühlen so überlassen zu können. Vielleicht hast du dein großes Erlebnis schon gehabt. Vielleicht hast du die Beherrschung verloren. Gerda, ich spreche ernsthaft mit dir. Ich auch. Dein Gewehr fehlt. Es fehlt nicht, es wurde gefunden. Neben deinem Auto. Weißt du, was das bedeutet? Bin mir klar darüber. Wie lange fährt man von Giesing bis hierher? Gerda.
wenn ich nun kein Alibi hätte. Hast du keins? Würdest du mich für den Mörder halten? Bitte antworte auf meine Frage. Wie kommt dein Gewehr in die Garage? Was für einer schlimmen Verfassung du bist. Lass mich in Ruhe. Da sind sie wieder. Schläft noch niemand? Nein, die Herrschaften sind im Garten. Wenn Sie sich bitte einen Moment gedulden wollen. Danke. Guten Abend, Fräulein Becker. Guten Abend, Herr Kommissar. Bitte, meine Herren. Ja, bitte. Polizei kommt nochmal? Weswegen? Keine Ahnung. Und was hat man dort gesagt? Dass sie die Druckerei um 2 Uhr verlassen hätten. Und wer hat das gesagt? Der Pförtner hat es gesagt. Er hat ihren Wagen geparkt und ihren Autoschlüssel in Verwahrung genommen, bis sie ihn wieder abgeholt haben. Und das war um 2. Stimmt es nicht? Doch. Wenn der Mann das sagt, wird das schon stimmen. Diese Leute leben ja mit der Uhr. Und dann hatten sie gegen 4 das Zusammentreffen mit dem Polizeifahrzeug. Richtig. Die Frage ist nun, wo waren Sie in der Zwischenzeit? Ich bin herumgefahren. Ich musste mir etwas überlegen. Dinge, die für mich wichtig sind. Und dann habe ich den Wagen stehen gelassen und bin spazieren gegangen. Im Wald? Im Wald, im Wald. Was für ein Wald? Welchen Wald meinen Sie? Ich meine den Wald vor Ihrer Haustür. Natürlich meinen Sie den. Aber es war nicht dieser Wald. Welcher Wald war es dann? Welcher Ort? Wo haben Sie Ihren Wagen gepackt und wer hat Sie gesehen? Es wäre nämlich sehr wichtig zu wissen, wer Sie um 3 Uhr gesehen hat. Ja, das ist mir klar. Darf ich Ihnen das morgen sagen? Warum denn morgen? Warum nicht jetzt? Ich möchte es mir überlegen. Ich weiß genau, was von der Beantwortung dieser Frage abhängt. Ist dagegen etwas einzuwenden? Nein. Passt es Ihnen morgen nach dem Frühstück 9:30? Ja. Das ist eine sehr gute Zeit. Gute Nacht, Herr Warnes. Gute Nacht. Warum will uns der Mann erst morgen sagen, wo er war? Wir hätten nicht locker lassen sollen. Warum, Walter? Dr. Brandes sagt, er braucht Zeit, um zu überlegen. Was immer er uns auch morgen sagen wird, wissen wir, dass er eine ganze Nacht dazu gebraucht hat. Und dass es sich um keine normale Aussage handelt. Früher unterwegs als sonst. Du auch? Ja. Die halbe Nacht bist du in deinem Zimmer auf und abgegangen. Hast also auch nicht geschlafen? Nein, habe ich nicht. Hast du gearbeitet? Nein. In Zukunft wirst du dein Modell aus dem Gedächtnis zeichnen müssen.
Entschuldigung. Da sind Sie. Pünktlich. Kannst du mir nicht helfen? Wie kann ich das? Du hast kein Alibi. Freut dich das? Freut dich das wirklich? Ich frage Sie nochmals, Dr. Brandes, wo waren Sie gestern Nachmittag um 3 Uhr? Möchten Sie, dass Ihre Frau hinausgeht? Nein, nein, im Gegenteil. Warum? Ich lege Wert darauf, dass sie hier ist. Ich habe gestern Nachmittag um 2 Uhr die Druckerei in Giesing verlassen und ich bin zum Deininger Weiher gefahren. Das ist ein Badesee, nicht weit von hier, ein paar Kilometer. Am Deininger Weiher? Ulrich war gestern mit Fräulein Becker am Deininger Weiher. Ja, deswegen bin ich ja hingefahren. Davon weiß ich gar nichts. Warum hat mir das nicht gesagt? Ich hätte mich doch gefreut, wenn ich davon gehört hätte, dass du mit dem Jungen zusammen warst. Ich war gestern Nachmittag um 3 Uhr am Deininger Weiher. Das wird Fräulein Becker bezeugen. Ist das die Aussage, die Sie eine ganze Nacht lang überdenken mussten? Ja. Kann man Fräulein Becker mal sprechen? Selbstverständlich. Fräulein Becker, bitte kommen Sie. Guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein Becker. Sie waren gestern Nachmittag am Deininger Weiher? Mit dem Jungen, ja. Wir haben gebadet und Ball gespielt. Der Junge geht gern dahin. Herr Brandes sagt, dass er um 3 Uhr dort gewesen sei. Ja. Wie ja? War er um 3 Uhr dort? Ja, er war dort. Ja, haben Sie denn auf die Uhr gesehen, als Herr Brandes kam? Er ist gegen 2:30 gekommen. Und wir waren die ganze Zeit zusammen, bis 4. Sie werden das als Aussage zu Protokoll geben? Ja. Und ohne Zweifel und Bedenken unterschreiben? Ja. Warum haben Sie das nicht gestern Abend gesagt? Aus rein privaten Gründen. Ich bin nicht zum Deininger Weiher gefahren, um mit meinem Sohn zusammen zu sein. Ich wollte Fräulein Becker aufsuchen. Ich habe die Nacht zum Überlegen gebraucht, ob es richtig und an der Zeit ist, zu sagen, was mich mit Ursula verbindet. Es war meine Pflicht, Sie zu fragen, bevor ich darüber spreche. Und Sie haben sie gefragt? Entschuldige, Gerda, die Umstände, unter denen du dies erfährst. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Hat es keine Ahnung? Nein. Hast dich nicht dafür interessiert, als hättest du es ja merken müssen. Ja, ist gut. Also ich kam am Deininger Weiher an, packte meinen Wagen. Ursula sah mich, lief auf mich zu, war völlig verstört. Sie fand den Jungen nicht mehr. Sie fand den Jungen nicht mehr? Es war ein Riesentrubel. Die Wiese war voller Menschen, es waren sicher über 1000 Leute da. Beruhige dich doch, es ist doch nichts passiert. Ja, aber er hätte doch ertrinken können. Aber er schwimmt doch wie ein Fisch, sie kann ihn doch nicht ständig an der Leine haben. Er war erhitzt, er war am Abend noch ganz heiß, er hätte einen Hitzschlag bekommen können. Ja, es ist doch nichts passiert. Wenn sie unfähig ist, auf meinen Jungen aufzupassen, hat sie ihren Beruf verfehlt. Sie sind der Klasse. In Ordnung, Gerda, in Ordnung. Sie sollen nicht länger hier als Kindermädchen sein. Brauchen Sie Fräulein Becker noch, Herr Kommissar? Nein, im Moment nicht. Sie muss nur nachher das Protokoll unterschreiben. Ja, das wird sie tun. Bitte schaut zu mir hinaus. Der Junge war nicht wirklich in Gefahr. Wirklich nicht. Auf alles, was den Jungen betrifft, reagiert sie übertrieben. Aber das ist nichts Neues für mich. Erlauben Sie, dass ich... Ja, bitte. Ich wollte nach dir sehen. Wozu? Seine Eröffnung hat mich nicht sehr beeindruckt. Nein? Nein. Willst du was? Gerda. Sag, was du willst. Nichts. Entschuldige, dass ich reingekommen bin. Ist die Sache nun erledigt? Nicht ganz. Ihr Gewehr, Dr. Brandes, ist die Mordwaffe. Das ist festgestellt worden. Fingerabdrücke sind allerdings nicht vorhanden. Die Fingerabdrücke sind beseitigt worden. Dr. Brandes, Sie waren gestern Nachmittag um 3 am Deininger Weiher. Ja. Fräulein Becker ist Ihnen entgegengekommen und hat Ihnen gesagt, Ihr Sohn sei verschwunden. Verloren gegangen. Es waren Tausende von Menschen dort. Im Trubel verloren gegangen. Wann haben Sie ihn wiedergefunden?
Er ist plötzlich wieder aufgetaucht. Wo ist Ihr Sohn im Augenblick? Im Garten, warum? Ich möchte Ihnen gerne fragen, ob er Sie wirklich gestern Nachmittag gesehen hat. Könnte er diese Frage beantworten? Ja, aber sicher. Er ist nicht sehr schnell im Denken. Es fehlt ihm ein bisschen an Kombinationskabel. Aber wenn Sie ihn fragen, ob er mich gesehen hat oder nicht gesehen hat, dann wird er Ihnen mit Ja oder mit Nein antworten. Und er wird sicher nicht gestern mit vorgestern verwechseln. Na, wunderbar. Können wir ihn sehen? Bitte. Er malt gerne. Der Arzt hat gesagt, dass das eine Beschäftigung ist, die ihm hilft. Ulrich. Ulrich. Das ist der Herr Kommissar Keller. Er möchte dich gerne etwas fragen. Bleib sitzen, Major. Bitte sprechen Sie nicht zu schnell mit ihm. Ulrich, du warst gestern beim Baden, habe ich gehört. Ja. Mit Fräulein Becker? Ja, mit Fräulein Becker. War sonst noch jemand da? Kam noch jemand? Moment mal. Was zeichnet der Junge denn da? Darf ich mal sehen? Er zeichnet ein Gewehr. Was zeichnet er? Er hat ein Gewehr gezeichnet. Wieso zeichnet der Junge ein Gewehr? Hast du ihm etwas darüber erzählt, dass... Weiß er, was passiert ist? Nein, niemand hat mit ihm gesprochen, ich bin ganz sicher. Hat ihm jemand gesagt, dass er ein Gewehr zeichnen soll? Wer sollte das tun? Hat er das aus freien Stücken gezeichnet? Anscheinend. Ich musste ihn doch eine Weile allein lassen. Ist. Wie komme ich denn dazu? Erna, haben Sie ihm gesagt, dass er ein Gewehr zeichnen soll? Ich bin doch nicht verrückt. Was ist los? Ein Gewehr? Wer hat denn ein Gewehr zeichnen lassen? Niemand, Gerda, niemand. Ich habe gerade danach gefragt. Hat ihm auch niemand was von dem Toten im Wald gesagt. Niemand hat ihm etwas erzählt, aber als wir hinauskamen, da war er gerade dabei, dieses Gewehr zu zeichnen. Warum tut er das? Warum ein Gewehr? Mein Gewehr. Ich will mein Gewehr wiederhaben. Aber es nimmt dir doch keiner weg. Lässt es mich noch einmal sehen? Ah, das hast du gut gemacht. Die Zeichnung enthält einige Details, die man schon irgendwo einmal gesehen haben muss, die man kennen muss. Woher weißt du so gut, wie ein Gewehr aussieht? Hm? Stellen Sie ihm keine solchen Fragen. Ich erlaube nicht, dass Sie ihm solche Fragen stellen. Jeder Mensch weiß, wie ein Gewehr aussieht. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus, dass mein Junge ein Gewehr zeichnet? Keine, Frau Brandes, keine. Wollen Sie ihn verhören? Sie wissen doch, dass er krank ist. Ich erlaube nicht, dass Sie ihn behandeln, als sei er gesund und erwachsen. In Ordnung. Dr. Banners, ich hätte noch einige Fragen an Sie. Ich möchte ungern in Gegenwartius. Ja, aber bitte gehen wir in mein Zimmer. Danke. Fräulein Becker, ich möchte Sie auch noch etwas fragen. Liebling, warum zeichnest du ein Gewehr? Mein Gewehr. Erna, komm. Ja. Bring ihn hinauf. Mhm. Lass ihn nicht aus den Augen. Na. Kennt er vielleicht Ihre Gewehre? Was fragen Sie meinen Mann? Ob Ihr Sohn die Gewehre Ihres Mannes kennt. Na, woher soll er sie kennen? Er kommt doch nie hier herein. Er weiß ja gar nicht, was in dem Schrank drin ist. Doch, Gerda. Was heißt doch? Er kommt öfters in mein Zimmer und dann geht er an den Schrank. Er interessiert sich für Gewehre. Ich habe ihn doch öfters früher auf die Jagd mitgenommen. Ja, das stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Mein Mann hat ihn mit auf die Jagd genommen. Das ist die Erklärung. Daher kennt er Gewehre. Obwohl es das erste Mal ist, dass er eins zeichnet. Hat Ihr Sohn Herrn Haupt gekannt? Ja, natürlich kannte ihn. Warum sollte er ihn denn nicht kennen? Wie gut hat er ihn gekannt? Wie gut? Wie gut? Sehr gut. Sie sind spazieren gegangen, sie haben Pilze gesucht, sie waren wie Freunde. Wie Freunde? Ja, das kannst du doch nicht bestreiten. Doch, ich bestreite es. Ich bestreite das ganz entschieden. Du hast das nie richtig gesehen. Der Junge hat eine Menge mitbekommen. Schließlich lebt er doch nicht hinterm Mond. Was mitbekommen? Gerda, wir leben in einem Dorf.
Die Kinder sprechen nach, was sie zu Hause hören. Der Junge hat Bescheid gewusst über das besondere Verhältnis zwischen dir und Haupt. Was, man hat mit ihm gesprochen? Ja. Und in einer Form, die ich dir besser nicht wiedergebe. Was? Was hat man gesagt? Ist das jetzt wichtig? Ich beantworte eine Frage, die der Kommissar mir gestellt hat. Ob und wie gut der Junge den Toten kannten. Dr. Brandes, Sie sagten gestern Nachmittag, als Sie an den Deininger Weiher kamen, wäre Ihr Junge verschwunden. Ja, das sagte ich doch. Es waren 1000 Leute da, ein Riesentrubel. Aber wann haben Sie ihn wiedergefunden? Ja, das habe ich doch gesagt. Die Uhrzeit. Die Uhrzeit wäre wichtig. Die Uhrzeit? Ja, wie spät war denn das? Ursula, wann war denn das? Es war um 3:30. 3:30? Ja, dann war der Junge also eine ganze Stunde verschwunden. Ja, das habe ich ja gesagt. Wir haben ihn wie die Verzweifelten gesucht. Das habe ich ja gesagt. Ja, Sie haben aber nicht gesagt, Herr Dr. Brandes, dass die Suche eine ganze Stunde gedauert hat. Eine Stunde oder eine halbe Stunde? Was spielt denn das für eine Rolle? Wo haben Sie den Jungen denn gefunden? Wir haben ihn nicht am Deininger Weiher gefunden. Was? Ihr seid doch dort gewesen. Du hörst doch, was ich sage. Wir haben ihn dort nicht gefunden. Wir sind... Ursula und ich sind in die Wagen gestiegen. Die Wagen gestiegen? Ich in meinen, Sie in Ihren und dann haben wir ihn gesucht. Wo haben Sie ihn gefunden? Ursula hat ihn gefunden. Auf dem Weg nach Haus. Wollte aus irgendeinem Grund. Er handelt manchmal spontan, Sie haben es ja selbst gesehen. Ja. Also, wo haben Sie den Jungen gefunden? Nicht weit von hier. Ganz in der Nähe. Wo, sagen Sie den Ort? Am Waldeingang. Nicht weit von hier. Am Waldeingang? Aber das ist doch... Ja, am Waldeingang. Hier. Am Forstweg. Dr. Brandes, kann Ihr Sohn mit einem Gewehr umgehen? Er kann es nicht! Was ist denn das für eine Frage? Er kann es nicht! Sag doch etwas! Du siehst doch, dass hier versucht wird, dem Jungen was anzutun. Ich wurde gefragt, ob der Junge mit einem Gewehr umgehen kann. Er kann es nicht! Und das ist, was du zu sagen hast! Das wäre nicht die Wahrheit, Gerda. Nicht die Wahrheit? Er kann mit einem Gewehr umgehen. Vielleicht weißt du das nicht. Damals, als ich noch jagte und ihn immer mitnahm am Morgen, da hat er mich gebeten, ja, angebettelt hat er mich, dass ich ihn schießen lassen soll. Das hast du erlaubt? Ja. Mein Gott, Herrgott, Gerda, ich war doch froh, dass der Junge überhaupt etwas tat, dass ich seine Geschicklichkeit beweisen konnte. Ich gebe ja zu, ich habe ihn animiert, ich habe gesagt, du schießt großartig. Er schoss großartig. Sag mal, weißt du, was du da tust? Du sagst, der Junge war eine Stunde weg, eine Stunde genügt, um in den Wald zu kommen. Du sagst, der Junge habe Haupt gehasst. Ja, das hast du gesagt! Und am Schluss erklärst du noch, wie geschickt er mit einem Gewehr umgehen kann. Ich meine, das läuft doch darauf hinaus, dass man den Jungen für den Mörder hält. Du hast recht. Er könnte es ja auch sein. Das passt ja alles sehr gut zusammen. Es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Sind Sie denn verrückt? Das ist doch eine völlig absurde Idee! Sag doch was, du kannst doch nicht dastehen und nichts sagen. Der Junge kann keinen Mord begehen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass dieses Kind einen Menschen erschossen hat. Das lässt sich feststellen. Wie feststellen? Wir werden ihn fragen. Wir werden ihn mitnehmen. Nein. Nur bis zu der Stelle, wo Fräulein Becker ihn aufgefunden hat. Wir werden so behutsam wie möglich vorgehen. Aber er wird uns sagen müssen, was er getan hat. Er hat es nicht getan. Wo kann ich Ihren Sohn finden? Ursula holt den Jungen. Nein! Niemand holt den Jungen! Das lasse ich nicht zu. Aber du hast doch gehört, er hätte doch alle Milderungsgründe für sich. Es könnte doch so gewesen sein. Es war aber nicht so. Ich habe Haupt erschossen. Natürlich hast du ihn erschossen. Ich habe Haupt erschossen. Würden Sie uns die Einzelheiten mitteilen? Äh,
Erna soll hereinkommen. Was ist los? Andreas Haupt hat ein drittes Mal angerufen. Er wollte unbedingt herauskommen. Er hatte vor, sich von mir zu trennen. Er wollte mir erklären, warum. Über die Gründe möchte ich nicht sprechen. Ich ging an den Schrank meines Mannes, nahm ein Gewehr heraus. Ich habe ihn erwartet. Ich habe ihn erschossen. Kurz vor drei kam ich zurück. In die Diele. Ich habe ihn erschossen. Bruchsal muss jeden Augenblick kommen. Du gehst an die Tür, du lässt ihn herein und bringst ihn in mein Studio. Sobald er bei mir im Studio ist, nimmst du das Gewehr, gehst hinaus, musst nicht weit gehen, nur so weit, dass man dich nicht sieht. Und feuerst einen Schuss ab. In die Luft, nimm das Gewehr. Dann pass auf, das ist nicht gesichert. Dann kommst du so schnell wie möglich zurück, stellst das Gewehr wieder in den Schrank, nachdem du es sorgfältig abgewischt hast. Das ist wichtig, verstehst du? Ja. Bruchsal. Machst du so? Ja. Ja. Erna ist seit über 20 Jahren bei mir. Sie hat mich schon als Kind gekannt. Ich wusste, dass ich mich blind auf sie verlassen kann. Gnädige Frau, komme ich zu früh? Zwei Minuten danach hat Erna den Schuss abgegeben. Frau Duskus, warum haben Sie das Gewehr nicht wieder in den Schrank zurückgestellt? Ich habe mich mit dem Gewehr nicht ins Haus getraut. Es war doch Besuch da. Da habe ich es in der Garage versteckt. Haben Sie eine Schreibmaschine? Ja, im Wohnzimmer. Walter, würdest du bitte alles aufnehmen? Ja. Bitte, Frau Brandes. Würden Sie mich bitte mit Herrn Brandes allein lassen? Bitte. Kommissar. Der Junge war nicht im Wald. Er kann auch nicht mit einem Gewehr umgehen. Nein. Glauben Sie, ich bringe dem armen Jungen das Schießen bei? Sie waren natürlich auch nicht am Deininger Weiher. Nein, es war so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Ich habe den Wagen irgendwo abgestellt und bin spazieren gegangen. Hatte wirklich ernsthaft über ein Problem nachzudenken. Was für ein Problem? Ich fragte mich, soll ich mich von meiner Frau trennen, soll ich Ursula Becker heiraten? Mein Verhältnis zu ihr ist Ihnen ja bekannt. Fragte mich, ob ich meine Frau noch liebe. Auf jeden Fall hatte ich kein Alibi. Und das begriff meine Frau sehr schnell. Mir war klar, dass nur sie den Mord begangen haben konnte. Und natürlich wusste ich nicht, wie und auf welche Weise. Ihr Verhalten war einfach nicht mehr normal. Sie lief amok, auch gegen mich. Und da kam Ihnen die Idee, den Verdacht auf den Jungen zu lenken. Es war der einzige Weg, Sie zum Geständnis zu bringen. Sie sprachen mit Frau Becker? Ja, das war die Zeit, die ich brauchte. Und morgens sagten Sie zu Ihrem Sohn? Zeichne ein Gewehr. Hat ja auch alles fabelhaft geklappt. Ja. Aber Sie begreifen doch, dass ich das tun musste. Ich habe es viel früher begriffen, als Sie wissen konnten.
An Ihre Schuld, Dr. Brandes, habe ich nicht sehr lange geglaubt. Und das Alibi Ihrer Frau war mir von Anfang an ein bisschen zu perfekt. Ja, ich ließ den Dingen ihren Lauf, weil ich einfach dachte, es sei besser, vielleicht sogar wichtiger für Sie beide. Sie sagten, Sie haben sich gestern eine Frage gestellt, ob Sie Ihre Frau lieben. Haben Sie sich diese Frage beantwortet? Ja, ich liebe Sie. Es tut mir leid, Wolfgang. Thank you.